Okay. Der Gang geht oben drüber. Was? Aua! Dann noch so ein Vieh. Bang. Batman, jeder Zugang zur Intensivbehandlung ist verschlossen. Ich kann nichts tun, um die Sicherheitsmaßnahmen zu umgehen. Da war ein Scharfschütze auf dem Dach. Wenn der darauf gekommen ist, schaffe ich das auch. Und jetzt? Alter, jetzt aber. Aua, jetzt reicht's aber. Okay, hier ist nicht so einfach hochkommen gerade. Andere Seite? Nee, warte mal. Boing. Was? Ist nicht euer Ernst. Schönen guten Tag. Ich bin gleich kaputt. Sag ich doch. Du bist tot und begraben, Liebling. So. Also, wir haben auf alle Fälle einen Sharpshooter da oben. Batman, jeder Zugang zur Intensivbehandlung ist verschlossen. Ich kann nichts tun, um die Sicherheitsmaßnahmen zu umgehen. Da war ein Scharfschütze auf dem Dach. Wenn der darauf gekommen ist, schaffe ich das auch. Neue Ziegel, Metall und Farbe bedeckten alte Wunden. Dem Körper wurde neues Leben eingehaucht. Kluge neue Geister kamen und schworen, unsere Versprechen zu halten. Wir wussten, wir allein mussten die Stadt wieder herrichten.
Und die Stadt würde es uns danken. So, keine Ahnung, was das für Opfer sind. So, hier hinten geht es auf alle Fälle noch lang. Wo ging es denn da lang? Machen wir die Tür auf. Das könnte die richtige Richtung sein. Ah, fuck. Es war die richtige Richtung. Okay, wir müssen jetzt irgendwie hier rüberkommen. Das war schnell. Was ist los mit dem? Jetzt steht er wieder auf. Na komm. Komm ich hier hoch? Irgendwie? Ich komme hier immer noch nicht weiter. Verdammt. Oh, guck mal da runter. Wieso komme ich da jetzt nicht mehr hoch? Was soll der Mist? Jetzt geht's. Okay. Jetzt spring doch da. Ich komme da nicht hin. Irgendeinen anderen Eingang hier, verdamm ich nochmal.
Aha! Da rein. Oh shit. Das bringt so viel. Apropos, warte mal. Ah, das könnte gehen. Au! Okay, F da hoch. 5. Nein, 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 da hoch. Oh, fuck. Ja, das ist auch doof. Ach du Scheiße. Gefallenen Feind. Wie kommen wir dahin? Unfassbar. Ist immer noch nicht runtergefallen. Ich muss doch da hoch. Bleib jetzt liegen. Ich muss da hoch, egal wie. Komm, dann versuchen wir das so. Irgendwo ist hier eine verdammte Lücke. Ich sehe sie wieder nicht. Und gleich werde ich wieder erschossen. Sag ich doch. Aua. Sag mal. Ja, komm, ja. Ja, ja.
seismische Aktivitäten auf ganz Arkham Island. Geht's dir gut? Ivys Pflanzen überleben die Kontrolle. Ich muss sie aufhalten, bevor sie die Insel vollständig beherrschen. Seid ihr fertig? Habt ihr den Sprengstoff schon platziert? Jawohl! Razor ist gerade mit seinem fertig. Gut, testen wir sie mal. Nein! Nein, ich bin noch hier! Wieso verstärken wir den Sicherheitsdienst wieder? Joker will dieses Gebäude fledermausfrei. Wir haben die Tür versiegelt, es geht weder rein noch raus. Er ist niemals so blöd, nochmal herzukommen. Mhm. Wenn er es tut, bringen Jokers Bomben ihn um. Mhm. Au! Ich gehe um ihn hoch. Das ist gut so. Wo müssen wir überhaupt hin? Ah, andere Richtung. Fuck. Ha! Oh! Sorge, ich bin nicht verschwunden. Gott, wo muss ich denn hin? Da sind zwei Ausgänge. Die Ausgänge sind unten. Harvey, komm mit. Taschen! Ist nicht euer Ernst. Der Loser hatte keine Chance. Ich meine, sieh mich an. So verstärken wir den Sicherheitsdienst wieder. Joker will dieses Gebäude fledermausfrei. Wir haben die Tür versiegelt. Es geht weder rein noch raus. Er ist niemals so blöd, nochmal herzukommen. Wenn er es tut, bringen Jokers Bomben ihn um. Bist du dir sicher? Ja. Wieso? Was glaubst du, was passieren wird? Ich hoffe einfach nur, er kommt nicht. Das ist alles. Ich will keinen Ärger mehr. Joker ist fast fertig und dann können wir runter von dieser Freak-Insel. Glaube ich. Ich will euch nicht beunruhigen, aber es besteht eine klitzekleine Chance, dass die Fledermaus schon auf dem Weg ist. Das stört euch nicht, oder? Wieso sollte Batman hierher kommen wollen? Hat er nichts Besseres zu tun? Zum Beispiel die Pflanzen oder den Free Crane zu schnappen? Ihr könnt nach Westen gehen und die Gehwege kontrollieren. Alter, gehst du mal langsam da runter? Ihr habt den Boss gehört. Das ist die Feder!
Die Fledermaus ist zurück! Er ist zurück! Aua! Sag mal! Dreimal. Okay, Nummer eins. Au, Nummer beide, das ist gut. Habe ich gesagt, dass ihr die Fledermaus schnappen sollt? Das ist wichtig! Sie ist gefährlich! Die ruiniert sonst alles! Doch, doch. Hat jemand das Spiel letzte Nacht gesehen? Was war das? Du hattest recht, Mr. J. Klassischer Fall von größenwahnsinnigem Märtyrertum. Kuckuck. Sicherheitschef der Joker-Anstalt. Bei Fragen besuchen Sie uns auf www.ichglaubeichwerdeverrücktundziehmichwieeinefledermaus.com. Kann mir einer erklären, was hier gerade los ist? Ich hab diese Familie nicht umgebracht! Zu dem, geht weiter! Bitte, du kannst uns gehen lassen. Wir werden nicht versuchen zu fliehen. Halt's Maul, du dummer alter Mann. Haltet die Klappe! Batman, Batman, kannst du mich hören? Die bringen uns nach. Er sieht gar nicht so groß und furchteinflößend aus, oder, Mr. J? Hilf uns, bitte! Rette uns, bitte! Ich sehe mir nur deinen Gefangenen an, Liebling. Hauptsache, es geht schnell. Er sieht nicht sehr gut aus. Nein, nicht gerade. Er sollte uns leid tun. Er ist nie über den Tod seiner Eltern hinweggekommen. Das hat ihn ziemlich verrückt werden lassen. Was geht in deinem Kopf vor, Wayne? Bah, er ist weg. Da ist nur noch eine kranke Hülle. Schneidet mich los! Er gehört dir, Joker. Los, Mr. J, wir sind soweit. Darauf habe ich lange gewartet, Bats. Lasst die Party beginnen. Mit einem Knall. Neige die Maus, um den Schüssen des Jokers auszuweichen. Hier los!
Jetzt hab ich dich! Nein, nicht! Nicht, nein! Du hast versagt. Jetzt leide! Ich sehe dich, Batman! Jetzt wirst du wahnsinnig. Für immer. Was versuchst du anzustellen? Als ich das erste Mal hörte, dass Joker dieses Irrenhaus übernehmen wollte, dachte ich, dass er verrückt wäre. Als er seine Vision einer Hütte erklärte, in der die Insassen so lange wie möglich verrückt bleiben sollten, dachte ich, als er mich festhielt und mir mit der Rasierklinge ein neues Lächeln aufs Gesicht zauberte, wusste ich, dass er recht hatte. Während wir uns auf einer kleinen Insel in Gotham Bay befinden, machen wir von nichts Halt, um sicherzugehen, dass sich keine Spinner aus dem Staub machen. Jüngste Erfolge mit Bruce Wayne, dem klassischen Fall einer gespaltenen Persönlichkeit. Wir haben unseren Ruf als eine innovative Schlachterei bestätigt. Wagt es mir, unter die Augen zu kommen! Keine wirklichen Fortschritte erzielen, aber ihm scheint die Arbeit zu gefallen. Also, was soll's? Unsere neue Patientenstation wird von Waylon Jones geleitet. Mir wurde versichert, dass er fast jeden Patienten geheilt hat, der ihm geschickt wurde. Und er brüstet sich damit, auf allen Stationen freie Betten zu haben. Kannst du glauben, was du siehst, Batman? Was bist du, Batman? Ein Feigling? Ich glaube, du brauchst noch ein bisschen mehr. Sag mir, welche Dämonen musst du noch besiegen? Mal sehen. Gefällt dir diese Extradosis, kleine Fledermaus? Entschlossenheit.
besiegt habe. Kleine Fledermaus. Was meinst du? Wie viel kannst du noch ertragen? Macht es dir Angst zu wissen, dass ich ihn fast besiegt habe? Jetzt wird's aber böse, Deutsch. Jetzt wird's aber böse. Du hast versagt. Jetzt leide. Das war unfair. So viel eingesteckt hatten wir das letzte Mal nicht. Gefällt dir diese Extradosis, kleine Fledermaus? Sag mal! So, jetzt müssen wir loslegen hier. Die müssen jetzt so auf die Fresse kriegen. Was meinst du? Wie viel kannst du noch ertragen? Macht es dir Angst zu wissen, dass ich ihn fast besiegt habe? Du bist genauso durchgeknallt wie wir alle.
Du brauchst uns genauso, wie wir dich brauchen. Und um es zu beweisen, flute ich die Katakomben mit genug Terrorgas, um jeden in Gotham City für 100 Jahre um den Verstand zu bringen. Was? Wo müssen wir hin? Da lang. Okay.